Nominiert für den Thüringer Energieeffizienzpreis 2019. Ross leben wir mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung unter Berücksichtigung von Naturschutz- und Lebenszyklusaspekten. Ja, die größte Herausforderung an dem Projekt ist die Vorarbeit gewesen. Allerdings hat sich das absolut gelohnt, wenn man sich das Ergebnis anguckt. Bei der jetzigen Umstellung auf LED in den neuen Stadtteilen tun wir die Klimaschutzinitiative des Bundes nutzen und Klimainvest des Landes Thüringen sowie rentierliche Kreditaufnahme nach Thüringer Kommunalverwaltung. Bereits 2017 wurden im alten Stadtteil Rossleben mit Unterstützung der Landesenergieagentur TEGA 98% der Straßenlaternen mit LED-Leuchten ausgestattet. Durch die verbundene Astro-Schaltuhr dimmen sich die Laternen unmerklich und sorgen für stetig angenehmes Licht. So haben sich die Stromkosten um 80% und die CO2-Emissionen um mehr als 200 Tonnen jährlich verringert. Im neuen Stadtteil Wiehe geht man sogar noch einen Schritt weiter. Neben den energieeffizienten Aspekten wird in der Planung auch der Naturschutz mit eingebunden. Um die Lichtverschmutzung für Mensch und Tier zu minimieren, sollen nur Warmweiß- und Amberleuchten installiert werden. Außerdem ist eine ereignisgesteuerte Beleuchtung geplant, welche sich für Mensch und Auto einschaltet, aber den Wildwechsel ignoriert. Hierfür konnten Förderungen vom Bund und das Programm Klimainvest vom Freistaat Thüringen genutzt werden. Damit beweist Rossleben Wiehe Vorbildcharakter für andere kleine Kommunen. Und diese Möglichkeit besteht für jede Kommune, die in Thüringen ansässig ist. Und die Arbeit dazu lohnt sich, weil man im nächsten Jahr sofort das Ergebnis finanziell sieht.